Die Aufnahme läuft. Okay. Und wir spielen Super Dirtle World. Wie man am Titel sieht, ist es ein LPT zusammen mit dem lieben The Bass LP, heißt du, glaube ich, in YouTube, oder? Ja, so heiße ich in der Tat. Heißt gerade mit den echten, ja, sehr gut. Und ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Kann ich jetzt zwei Player einstellen? Ja, kannst du. Also auf Mario A gehen? Ach, das geht erst danach. Ah, das ich war gerade irritiert. So. Sehr schön. Haben mit wir das Mr. auch Devilman. Welcome to Super Dirtle World. Mr. Devilman, an evil guy, cursed the country of hope. Stop it, you are our last hope. Ja, ich glaube, du liest besser bei mir. Ich fäll da immer rum. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt gut hört. Ah, also 50 Coins. Ich höre dich gut. Ich hoffe mal, dass das im Video auch so sein wird. Ja, das wird ja der Ingame-Sound praktisch sein. Also, hallo, ich bin hier der Ingame-Sound. Nee, du bist nicht zwingend der Ingame-Sound. Das nimmt ja bei mir... Aber ich werde so aufgenommen. Das ist bei Darius so. Aber hier musste Sebastian übrigens auf. Der nimmt den Ingame-Sound und das separat auf. Ja, also hier musste 50 Coins sammeln, wie es da schon steht. Ja. Ich hätte es fast nicht erwartet. Und die letzte Münze sollst du weise wählen. Ja, so wie in dem Dunkelheitslevel. Einfach nur die Münze nicht wählen, wo man runterfallen kann. Das Ganze ist für uns im Prinzip blind, wobei du die ersten Level oder so mal angespielt hast. Die ersten zwei Level müssten es gewesen sein, genau. Oder die ersten drei. Und weil wir ohne Safe State spielen, bin ich gerade etwas vorsichtiger. Okay, die da unten will ich nicht als letztes einsammeln. Nee. Sondern du kannst auch das Trampolin praktisch als Bremse nehmen, falls du irgendwo runterfallen kannst, kannst du da vorlaufen. Das stimmt, ja. So zum Beispiel. Ja, mit dem Delay müssen wir erstmal klarkommen. Jetzt ist Luigi dran. Jo. Ach, warte mal. Ich hab den doch gar nicht angestellt. Ach, du wolltest die Control-Dinge einstellen. Ja, ich mache einfach die Aufnahme kurz weg. Kannst okay, aufnehmen. Und die Aufnahme läuft wieder. Oh, kleinen Moment. Ja. Dauert jetzt nicht lange. Die zwei Tasten müssen noch umgestellt werden. Hm. So. Jetzt haben wir es aber. Yay! Ich hatte so gut wie gar kein Delay. Ach, da unten hätte ich auch lang laufen können. Ach, da ist der ganze Quatsch. Hier kannst du unten lang, hier startest du ja. Ich habe schon überlegt, wie ich an den P-Switch da unten rankomme, aber ja, jetzt sehe ich das, dass man da unten weiterlaufen kann. Ja, okay, das hat hier jetzt keiner gesehen. Nein, niemand. Nee, ich gehe gleich erstmal da unten lang. Ja. Ach, der P-Switch ist für die Mancha, bin ich ein Depp. Ich überlege, was will ich damit? Ich bin schon wieder viel zu viel in den ganzen Puzzle-Leveln. Gerade eben Nerf World bearbeitet. Ja, ich glaube, da muss ich ziemlich mal ein paar Wörter zu sagen. Ja. Mal schauen, ob ich den Double Grab hinkriege. Ja, der ist relativ leicht. Aber ich gehe doch lieber dahin. Also, nee. Irgendwie noch anders. Ja, so sieht's gut aus. Aha. Gehe ich mal eben zurück. Das Trampolin bleibt ja da. Jo. Ah, Moment. Da waren ja die Mancher. Ja, die kannst du gleichzeitig an derselben Stelle drücken. Ja, und schon wieder ein Double Grab. Dürfte nicht so viel passieren. So. Es gibt übrigens ein ASM-Patch, wer am P-Switch drückt, bleibt dann die Musik noch. Ja, ich weiß. Den habe ich bei mir reingemacht, der ist toll. Das kann man auch durch bei der Coin Snake, wenn der Yoshi die Münze frisst, dann bleibt die auch die blöde Musik. Oh. Ich glaube, so geht's auch gar nicht, oder? Weil das da als letzte Coins ist nicht so machbar. Doch, das Trampolin da hinten schmeißen. Ach so, stimmt. Ach, das hast du vorhin schon gesagt, ja. Und ich höre wieder super zu, wie man merkt. Sei froh, dass es nicht zu nie wird, sonst wirst du jetzt wieder eine Flasche beleidigt. Bin ich sowieso voll gewohnt. So, das wird jetzt spaßig. Einfach nur kurz die Sprungtaste drücken. Ich glaube, ich mache das mit dem Drehsprung. Ja, bei mir ist es schwer, Drehsprung und gleichzeitig laufen. Echt? Da brauche ich meistens schon zwei Finger für.
Oder ich muss den Daumen quer über das Gamepad hängen. Nein! Verdammt. So schon mal nicht. Weil ich mache dann als allerletztes mache ich auf jeden Fall die P-Switch Münzen da drüben. Das ist mir am allersichersten. Was ich auch immer geil finde beim Netplay. Oh! Das hatten Darius und ich einmal. Diese bösen Desynchros. Wir hatten gestern Secret of Mana zusammen gespielt, wieder mal. Okay. Und da haben wir halt gespielt und haben wir halt diese Desynchro. Oh. Und er war links unten im Bildschirm und ich war der hässliche Hund und ja. Da hat's mal sehr gut funktioniert. Ja. Ich glaube, wir haben hier schon eine kleine Schneidestelle. Theoretisch. Mit Delay ist das verdammt schwer. Mal sehen, vielleicht schneide ich dann die ganzen Fails kurz rein und den Rest nicht. Mal gucken. Die X-Graphics aus Donkey Kong Country finde ich toll. Ja! Das Spiel mochte ich nämlich überhaupt mal so richtig. Ja, Donkey Kong Country ist richtig cool. Also Donkey Kong Country, das Beste, was ich daran fand, war ja sowieso die Musik. Ja. So, und ich werde hier wieder sterben. Dann versuch's mal. Oh mein Gott, doch nicht. Ich bin direkt daneben gestorben. So, okay, jetzt habe ich es eigentlich geschafft. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ach, der hält es weg. So, rein eigentlich. Wir müssen ja alle vor Deadpool Man retten und das ist ja sowieso immer Mario. Von daher. So. Eins. So. Zwei. Yay! Nein, nicht! Wow, wir haben das erste Level geschafft. Es gab keine Gegner und wir sind nicht mal gestorben. Aber nur wegen diesem dummen, blöden Sprung da unten. Schieben wir jetzt auf den Delay. Ja. Oh, Shaking Jungle. Ach ja, das Level, das habe ich auch noch gespielt. Das fand ich. Uah. Why this jungle is shaking? There's only one reason, Mr. Deppelman. Oh mein Gott. Die ganze Zeit dieses Yoshi-Ei-Geräusch. Ich hör's. Geht einem so auf den Sack. Ja, aber richtig. Oh yeah. Wann speichert der intern? Ich meine nach dem Ghost House und sowas. Okay, dann sollten wir vielleicht mal ein Safe State setzen, so langsam. Weil wenn wir Game Over sind, können wir das erste Level wieder spielen. Oh, ich hab, genau, ich muss ja wieder einstellen. Und zack. Mach ich mal kurz bei der Gelegenheit ein neues Video. Okay, alles klar. Ist nur so zur Sicherheit auf der Oberwelt. Ja. Ja. Hier wackelt immer noch alles, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Art HDMI-Effekt ist. Ich meine, ich habe da vorhin ein Video auf YouTube gesehen. HDMI-Effekt, Shaking Ground. Das kann Earth sein, Bay. Das ist auf jeden Fall kein HDMI. Ich das so schön gesagt. Oh Gott. Ohne Safe State, nein. Das ist so aufregend ohne Safe State, das geht gar nicht. Also mit Safe State ist es Ja, mit Safe State ist es Baby, weil man da sich einfach auch traut zu springen. Ja. Sehr gut. Das kann ich. Ach ja. Da ist der erste Game Over. Ja, das wollen die alle sehen. Ja. Ich wollte. Ja. Nee, lass mal sein. Kann man mal ich auch hinkrieg. Und sonst kannst du ja dein Safe-Set laden. Nee, wenn wir beide Game Over sind, müssen wir da glaube ich weitermachen. Nee, dann ist glaube ich ganz Ende, oder? Ich weiß nicht, ob man vom letzten Savepoint weitermacht oder von da, von dem Level. Dann kommt man raus in Anfang und dann kann man nur das. Ich glaube, es geht. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Aber ich meine, es geht dann am Anfang wieder los. Wenn man nicht intern gespeichert hat. Dauert ja nicht mehr lange, wa? Nein! Ja, jetzt ist es soweit. Nee, jetzt ich wollte eigentlich soweit. Sagen, wir sind schon ohne Game Delay Over nach zwei einfach. Leveln. Ja, das ist normal. Aber ohne Delay ist das wirklich krass hier. Ja, genau. Und wir haben nie gespeichert und deswegen. Deswegen lade ich mein Safe State. Ja. Ach, da bin ich schon wieder echt dran. Mhm. Ach ja, das. Ja. Boah, das ist so schlimm, bitte. Gott! Das ist so
was Schlimmes ist Erdbeben. Vor allem dieser Soundeffekt, das geht mir richtig auf. Nein! Oh ja. Das ist eigentlich voll die Blamage. Man muss aber unser Delay bedenken. Ja gut, das ist auch noch ein bisschen dabei, ja. Wobei ich ehrlich gesagt kaum was bemerke davon. Also bei mir ist es super flüssig. Bei mir auch, aber der Delay ist da. Bemerkst du den so richtig? Nicht so richtig, aber so ein bisschen merke ich es schon, weißt du? Hm. Yay! Ich bin weiter als du. Ja. Oh, das war nicht gut. Ja, jetzt wird's spaßig. Ja! Oh Gott. Sehr gut. Oh nein. Sehr gut. Oh Gott. Oh nein. Also wir können auch ruhig Save-State setzen zwischendrin, ne? Das, Aber, wir sollten es nur vielleicht nicht ausarten lassen. Nee, also das weiß die Zuschauer eher meistens mögen, sowieso der Game Over Screen, also. Also ich eigentlich nicht, wenn ich ein Let's Play sehe. Wenn ich ein Let's Play sehe, will ich im Prinzip schon das Spiel an sich sehen. Aber natürlich gefällt es mir auch, wenn der Spieler failt, das schon. Wie war das mit dem Panic Room? Ach, jetzt bin schon wieder ich dran. Ach ja. Oh, wir sind so gut. Absolut. An sich ist das Level auch nicht gerade so richtig schwer, aber das Nein, ist das eigentlich Effekt. Voll einfach. Ah ja, stimmt, du hast recht. Wenn du jetzt, wo du das gesagt hast, merke ich auch so ein bisschen diese Verzögerung. Aber die ist jetzt nicht so groß, das heißt, nee. Das Internet ist eigentlich ganz gut. Ein Internet bewirkt sowieso Wunder. Ich lade manchmal mit 3,9 MB runter. Lol. Das. Ich hab mein Internet voll gern. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Der Sprung ist kacke. Okay. Geh weg. Oh nein. Das kam nur einmal, oder? Ja. Also da ist ja kein Viech mehr, der das da irgendwie so draufhauen könnte. Nee, nee. Man kann ja frei auch so spawnen lassen. Ja, aber das kommt nur einmal dann. Ja. Einfach gerade hoch. Oh Gott. Ich hab Angst. Wie weit kann ich da? Nee, okay, das haut nicht hin. Ich muss einmal zwischenlanden. Komm ich da auf das Land rüber? Nee. Ich glaube auch. Jetzt ja. Zwischenspeicher? Fragezeichen? Soweit ich weiß, hat der kein mit Waypoint reingemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ziel? Fragezeichen? Oh nein! Ja, ich hab mal da vorne eben ein Safe-Set für dich gesetzt, praktisch als Midway-Point. Oh mein Gott! Oh, bei mir bist du zweimal in diesem Mannschaft gestorben. Was? Oh. Wow! Ja! Boah, keine Skills. Willst du den Safe-State laden? Damit das hier nochmal beweist. Nein, bloß nicht. Ei. Ach, Smurf rein. Okay, jetzt unbedingt wieder auf den Safe-State setzen. Ja, hab ich. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, schön, Yoshi Island. Oh, Yoshi Island, so ein schönes Spiel. Endlich mal einer, der es auch sagt. Alle haben bisher gesagt, das ist ein blödes Spiel. Cindy sagt, das ist ein blödes Spiel. Keiner mag das Spiel. Und ich sag, doch. Also ich habe ja nur die DS-Version gespielt, war aber praktisch dasselbe. Ja, das ist dasselbe. Nur mit mehr Leveln, glaube ich. Ja, ich habe da ein Level nicht durchgekriegt. Ups, das war in der Lava-Welt, glaube ich. Das war, ui. Ich hab das nicht hingekriegt. Jetzt kann ich dir Leben geben. Yay.